So, herzlich willkommen zu einem neuen, ja, neues Let's Play, ein älteres Spiel. Wir hatten als letztes Metro 2033 gezockt und ich habe mir gedacht, wir können ja eigentlich direkt hiermit weitermachen, ne? War so der Plan. Ich habe es schon einmal ein kleines bisschen angespielt. Mal gucken, Lautstärke. Ja. Sollte reichen. So, überleben. So, wir machen einfach mal das, denn. Ja, wir waren ja noch nicht weit. So. Machen wir mal. Das Bild kaum noch zu sehen ist. So. Sehr schön. Die Schwarzen kamen viel später. Aus der Richtung des Botanischen Gartens. Die Schwarzen. Riesige, albtraumhafte Kreaturen, die selbst den größten Menschen überragten. Unheimlich wie ein Mensch, der von innen nach außen gekehrt wurde. Monster, die geboren wurden, um uns zu vernichten. Es hieß, sie seien unglaublich stark und übernatürlich böse. Und dass sie mit ihren bloßen Pranken einen Menschen in Stücke reißen konnten. Das sind alles Lügen. Die Wahrheit ist noch viel schlimmer. Ach so, ach, ich dachte, da kommt jetzt ein Text. Na gut, ja, Teil 1 hat ja damit geendet, dass wir die Schwarzen, ich sage es einfach mal, weggebombt haben. Ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt hier drauf auswirkt. Ja, ich habe früher in der Nähe gewohnt. Vor dem Krieg meine ich da oben. Ich war im Zug, als es passierte. Ich versuchte, meine Familie anzurufen, kam aber nicht durch. Was für eine... Was ist passiert? Scheiße. Oh, okay. Scheiße, Scheiße, was passiert hier? Warum werden wir jetzt noch? Na gut, ich weiß ja, warum es jetzt ist. Oh, uncool. Scheiße. Ah, fuck, ey. Artyom, wach auf, Artyom. Ich bin's, Karl. Albträume, was? Kein Wunder, nach allem, was du durchgemacht hast. Hör zu, ich habe unglaubliche Neuigkeiten. Vor ein paar Tagen war ich bei den Ruinen der Schwarzen. Ich habe einen von ihnen gesehen. Lebendig. Ich bin sofort aufgebrochen, um dich zu finden. Denn du warst doch derjenige, den sie kontaktieren wollten. Bevor du den Raketenangriff auf sie gestartet hast. Khan, wie zum Teufel bist du hier hergekommen? Raus! Sofort! Ja, Ullmann, einen Moment. Wenn ein Schwarzer überlebt hat, dann ist es extrem wichtig, dass du versuchst, mit ihm zu sprechen, Artyom. Ich verstehe ja, dass du jetzt, seit du zum Orden gehörst, Miller unterstehst. Aber wir müssen ihn überzeugen, diesen Einsatz zu genehmigen. Khan, ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden. Das ist eine geheime Basis. Du dürftest nicht einmal hier sein. Ich bringe dich zu Oberst Miller. Folge mir, Artyom. Mach dich bereit, Artyom. Ich warte am Ausgang. Bewegung, du Windbeutel. Alles klar. Ich kannte einmal einen Raucher. Das letzte Jahr seines Lebens musste er durch ein kleines Loch in seiner Kehle essen. Tja. Immer diese Raucher. Nee, ja, dann haben wohl doch welche überlebt. Okay, das ist nur Musik. Das ist dann also unwichtig. Wir können hier aber sonst auch nichts
nichts machen. Ja gut, dann würde ich sagen. Artyom war einer der Männer, die D6 gefunden haben. Sie gaben ihm auf der Stelle ein Ranger-Abzeichen. Schön für ihn. Ich musste 2 Jahre als Fenrir verbringen, bevor sie mich in den Orden aufgenommen haben. Ha. Naja, wie auch immer. Wo waren wir? Tja. Der Bau begann zu Stalins Zeiten und lief weiter, der kann. Bis die UdSSR zusammenbrach. Der Krieg ist nur... Okay, Labor. Ist doch wirklich alles vorhanden hier unten. Okay. Toiletten. Er macht sich sauber. Ja. Haben die Schwarzen wohl doch überlebt? Wobei ich mir noch nicht 100% sicher bin, ob die uns wirklich was Böses wollten. Wie ich gehört habe, bist du jetzt ein Ranger. Darauf müssen wir bei Zeiten einen trinken. Aber jetzt rüsten wir dich erstmal aus. Also gut. Zunächst einmal brauchst du eine Gasmaske. An der Oberfläche kannst du keinen Schritt ohne Gasmaske machen. Jo. Es ist zwar schon 20 Jahre her, aber die Strahlung ist an manchen Stellen noch immer stark genug, um Wasser zum Kochen zu bringen. Hier in der Metro gibt es auch ein paar Hotspots. Vergiss nicht die Filter für die Maske. Klar, sieht auch ohne sie ziemlich cool aus, aber die sind definitiv besser für deine Gesundheit. Jetzt die Medipacks. Tja, was soll ich sagen? Alles, was du zum Überleben brauchst. In einer tollen, orangefarbenen Packung. Hier ist dein Vorschuss für diesen Monat. Oh. Denk immer daran, dass du mit Militärpatronen bezahlt wirst. Klar kannst du die als gewöhnliche Munition verwenden, um besonders viel Schaden anzurichten. Aber du kannst sie auch verwahren, um neue Waffen, Zubehör, normale Mun oder Ausrüstung zu kaufen. Es ist wohl klüger, dein Geld bei den Händlern zu lassen, die sich überall in der Metro finden. Alles klar. Alles wie gehabt, ne? Jetzt zu den guten Sachen. Suchen wir dir ein paar Women aus. Nimm die, die du möchtest, und probiere sie auf meiner Schießbahn aus. Ranger führen in der Regel bis zu 3 Waffen mit sich, Artyom. Und welche, das ist ganz allein deine Entscheidung. Gut, dann wollen wir mal schauen. Ventiliertes Gewehr, das in der Metro von talentierten Waffenschmieden hergestellt wird, ist extrem genau und leistungsstark. Genau die richtige Waffe, wenn das Ziel weit entfernt ist. Ja. Bastard. Schrotmission, bla bla. Tja, ich würde sagen, wir nehmen einmal Kalaschnikow. Dann nehmen wir einmal Daumler und, ja, was nehmen wir noch? Große Reichweite und ziemlich genau, kann gleichzeitig aber auch lange Feuerstöße abgeben. Das hört sich ja nicht so schlecht an. Anpassen. Zieloptik. Ja, so und so. Sieht gut aus. Was kann man da draufsetzen? Dann kann man das draufsetzen. Und da haben wir Schalldämpfer für Schrotflinte. Ist doch eigentlich auch bescheuert. Okay, das. So, da machen wir auch einfach nur ein Reflexvisier drauf. Also gut, geh zu meiner Schießbahn und probiere diese Waffen aus. Komm wieder, wenn du eine Hey Artyom, zeig mir mal, was du drauf hast. Probier mal die anderen Waffen aus, die du ausgesucht hast. So. Probiere mitten auf die Brust der normalen Attrappe. Guter Schuss. Jetzt schieß auf die Attrappe mit Rüstung. Bemerkst du den Unterschied? Du brauchst mehr Patronen, um die Rüstung zu durchdringen. Halte nach Fuchs Ausschau, um zu sehen, wann du auf ein Ziel mit Rüstung schießt. Probier mal einen Kopf. Ha! Okay. Ah! Scheiße. Schrecklich! Und dich haben sie zu einem Ranger gemacht? Versuch nochmal. Okay. Hör auf herumzustützen. Das ist ein kritischer Treffer. Kannst du
du den Unterschied bemerkt? Definitiv ja. Das waren die Grundlagen. Du kannst noch weiter üben, wenn du möchtest. Oder zu dieser Einsatzbesprechung gehen. So, da haben wir jetzt alles. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zu Oberst. Irgendwo. Munition eventuell. Er sieht ja gar nicht so verdammt schlecht aus. Hallo. Dann nicht. Hallo. Keine Beachtung, Alex. Öffne die Tore. Hast du von Lesnitsky gehört? Wovon redest du? Frag mal die Wachen am Labor. Scheiße. Was zum Teufel hat er getan? In Ordnung, gehen wir. Ey, was hat er denn getan? Hallo? Die Gräber von alten Königen wurden mit allem gefüllt, was sie im Jenseits brauchen konnten. Waffen, Gold, Streitwagen. Die hätten ihre Frauen und Sklaven geopfert, um ihren Herren selbst im Tod zu dienen. Erinnert mich an diesen Bunker. Lass den Scheiß! Die Sachen in D6 sind wie etwas, das ein Eroberer übers Grab hinaus mit sich genommen hat. Kalter Stahl. Wilde Rösser und unermessliche Schätze. Okay. Natürlich sterben die Grabräuber immer auf schreckliche Art. Von Dämonen, Geistern oder ihrer eigenen Gier getötet. Kann, hörst du jetzt endlich auf, oder was? Hey, ich habe gehört, dass Lesnitsky was angestellt haben soll. Was ist passiert? Weiß keiner. Lesnitsky war beim Labor, als die nächste Schicht kam. Stand die Tür offen und das Labor war geplündert. Lesnitsky war weg. Oh oh. Scheiße. Und was war drinnen? Chemische Waffe. Vielleicht irgendeine andere Scheiße. Mehr weiß ich nicht. Gott verdammt. Der Oberst wird mir wegen Lesnitsky noch eine verpassen. Ein glühend heißer Stich direkt in meine Seele. Wenn ich noch eine hätte. Oh, chemische Waffen geklaut? Wir können D6 vielleicht kontrollieren, aber das ist wie eine verdammte Stadt hier unten. All diese Bunker, die Ecken, Risse und Ausgänge. Zurückgekommen. Sie sagen, die Hanse eine Basis, von der Orden getarnt hat. Hey, weiß jemand, worum es geht? Warum die Versammlung? So. Hermann, bring diese Typen zu Miller. Die wurden zu ihm bestellt. Jawohl. In Ordnung. Rein da. Ich warte hier. Sobald ihr weg seid, spreche ich mit Miller. Alles klar. Die Bombardierung der Schwarzen war vielleicht der schlimmste Fehler der Menschheit. Was, wenn sie uns nichts Böses wollten, sondern nur zu kommunizieren versuchten? Vielleicht bedeuteten der starke Schmerz und der Verlust des Bewusstseins in der Gegenwart nur, dass wir inkompatibel waren. Maschinen mit unterschiedlicher Verkabelung. Aber irgendwie hast du, Artyom, einen gleichen Draht. Eine Verbindung zu den Schwarzen. Tja. Ja. An der Messe, unserer Heimatstation, sind Leute gestorben. Hunter, der Beste des Ordens, ist sehr wahrscheinlich ebenfalls tot. Und er hat dich dies gelehrt. Wenn wir in dieser neuen Welt nicht um unser Leben kämpfen, werden wir verschlungen. Das ist das Gesetz der Evolution. Doch ich würde sagen, dass die alten Gesetze nicht mehr gelten. Ha. Tja, was, wenn die doch nichts Böses wollten? In Ordnung. Artyom und Sie, Khan, habt ihr etwas zu melden? Ja, Oberst. Dann fasst euch kurz. Ich habe in den Gärten einen überlebenden Schwarzen gefunden. Was? Einer von denen lebt noch? Zum Glück, ja. Zum Glück? Khan, das ist absoluter Wahnsinn. Die Schwarzen waren die größte Bedrohung, die der Orden jemals bekämpfen musste. Oberst, geben Sie mir nur eine Chance. Ein einzelner Schwarzer stellt keine Bedrohung dar. Artyom besitzt eine Gabe. Ich glaube, er kann mit der Kreatur Kontakt aufnehmen. Lassen Sie ihn mit mir gehen. In Ordnung. Artyom,
Geh mit Khan zum Garten und finde den Schwarzen. Ich schicke einen Scharfschützen mit. Meinen besten. Anna! Ja, hier! Gott! Warum brauchen wir einen Scharfschützen? Um die Kreatur zu eliminieren und die Aufgabe des Ordens zu Ende zu bringen. Miller, Sie können doch nicht. Das ist Mord. Haltet ihn fest. Sie Idiot. Sie machen den gleichen Fehler noch einmal. Wir sind hier fertig. Eskortieren Sie Khan hinaus. Artyom, das ist deine letzte Chance auf Vergebung und darauf, diese Albträume loszuwerden. Vergiss Khan. Anscheinend ist er der Kreatur zu nahe gekommen und hat seinen Verstand verloren. Sieh her, Artyom. Beende diesen Auftrag und komm schnell wieder hierhin zurück. Ein Krieg zieht auf und ich brauche jeden Ranger auf seinem Posten. Ab mit dir! Also, worauf wartest du noch? Komm schon, Versuchskaninchen. Versuchskaninchen. Artyom, wenn es stimmt, dass der Schwarze dich spüren kann, vielleicht könntest du ihn dann aus seinem Versteck locken, damit Anna frei zielen kann. Aber tu mir einen Gefallen. Lass den Schwarzen nicht in deinen Verstand hinein. Sonst hat Anna zwei Ziele. Hast du verstanden? Ja, alles okay. Oh Mann. Oh, da haben wir was zum Lesen. Bitteschön. Ihr könnt das Spiel einmal kurz anhalten. Um zu lesen. Ha. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit den Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu sehen. Oh Gott, was ist los mit dir? Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße, dem Teufel gibt man nicht die Hand. Ja, ist okay. Hab's ja verstanden. Sei ein braves kleines Versuchskaninchen. Alles klar. Auf, auf. Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun. Lass uns aufbrechen. Aha. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im Botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Khan dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Ja, aber wie gesagt, wir wissen nicht, ob die überhaupt feindlich waren. Das könnte ein Problem werden, wenn wirklich einer überlebt hat. Aber hey. Erstmal gucken, was hier jetzt so abgeht. Früher waren Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbahn geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro 2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Mhm. Und jetzt? Ich versuche, dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter angehen. Benutzt in der Zwischenzeit eure Sachen. Bist du bereit? Dann los. Ah, mehr oder weniger. Schubidu, Schubidu. Papapamada. Die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt. Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch Glück. Mhm. Strom ist an. Öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Okay. Hä? Geht
geh du doch durch. Okay. Ach stimmt, hier war noch nicht erkundet, hat er eben gesagt, ne? Ja gut, ja. Alles klar, los geht's. Ja, dann geh doch auch, mein Gott. In Ordnung, die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Huch. Geh nach rechts, links ist eine Sackgasse. Irgendwas hat sie aufgeschreckt. Pass auf! Ach, Kacke. Scheiße, das Ding ist schnell. Aber es läuft weg. Nicht, dass uns hier etwas Ernstzunehmendes begegnet. Tja. Klasse, die Leiter. Nur noch ein bisschen weitergehen, dann werden wir sehen, ob du ein Kaninchen oder ein Mann bist. Alles klar. Oberfläche, setz deine Maske auf. So. Tja. Und damit würde ich dann auch die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir Kommentare, ein Like oder auch ein Abo da. Es würde mich echt sehr freuen und mir auch weiterhelfen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao.